Doch trotz des raschen Sieges bleiben im deutschen Volk Zweifel. Johann-Georg Elser, Schreinergeselle aus Württemberg, will den neuen Krieg nicht hinnehmen. Am 8. November unternimmt er ein Attentat auf den gehassten Diktator. Fast 35 Nächte hatte Elser sich in den Münchner Bürgerbräukeller einschließen lassen. In mühevoller, immer wieder getarnter Arbeit setzte eine selbstgebaute Zeitbombe in die Säule neben dem Rednerpult ein. 8 Tote und über 60 Verletzte fordert der Anschlag. Durch Zufall verlässt Adolf Hitler an diesem Tag den Raum 20 Minuten zu früh und überlebt unbeschadet. Attentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerbräukeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht. 10 Minuten entscheiden über das Schicksal Deutschlands. Doch nicht die Konspirateure aus den Führungsetagen des Staates haben den Zeitzünder der Bombe gestellt, sondern ein Einzelner. Der Schreiner Johann Georg Elser wagt den entscheidenden Schritt. Nach seiner Verhaftung gibt Elser zu, den Anschlag ein Jahr lang vorbereitet zu haben. Seine Motive? Die Lage der Arbeiterschaft, die Unfreiheit und der Krieg. Insgesamt entkommt Hitler in seinem Leben über 40 Attentaten.